Wir sind das Team von Gemesis und wir waren am Computer, der funktioniert wie das menschliche Gehirn. Heutige Hardware ist denkbar ungünstig dafür geeignet, künstliche Intelligenz auszuführen. Das sieht man daran, dass ein Trainingsprozess Wochen oder gar Monate dauert und dabei so viel Energie verbraucht wie die komplette Ruhr-Universität hier in Bochum. Das menschliche Gehirn ist sehr viel leistungsfähiger und verbraucht dabei gleichzeitig nur so viel wie diese Glühbirne hier. Die Ursache liegt darin, dass die Verarbeitungseinheit, der Prozessor und die Speichereinheit, der RAM, voneinander getrennt sind und die permanent miteinander kommunizieren müssen, was sehr viel Zeit und sehr viel Energie verbraucht. Im menschlichen Gehirn ist das ein und dieselbe Einheit und genau deshalb haben wir eine Technologie entwickelt, die diese beiden Einheiten zu einer verschmelzen lässt. Dies wollen wir erreichen, indem wir neuartige elektronische Bauelemente nutzen, sogenannte Memristoren. Der Memristor ist im Grunde genommen ein nichtlinearer Widerstand mit Gedächtnis und sorgt dafür, dass elektronische Schaltungen, also wirklich Hardware, sich selbst organisieren kann, um damit das eben beschriebene In-Memory-Computing-Prinzip voll auszunutzen. Wir von Gemesis sind also der Überzeugung, dass der nächste technologische Fortschritt eben nicht digital, sondern analoger Natur sein wird. Kurzfristig soll unsere Technologie bei der Optimierung von Lieferrouten eingesetzt werden. So kann beispielsweise die DHL ihre Pakete um bis zu 40% effizienter ausliefern. Allerdings ist es wichtig zu erwähnen, dass unsere Technologie eine Basistechnologie ist. Damit soll sie langfristig für das Training von neuronalen Netzen eingesetzt werden und somit den Trainingsprozess für kleine Unternehmen, aber auch große Unternehmen effizienter gestalten.